Eddie Fritsch und seine Ehefrau Melanie sind Lehrer und unterrichten beide an einem Berliner Gymnasium. Wegen seiner schmächtigen Statur wird der 32-jährige Pädagoge von seinen Schülern nicht ernst genommen. Er hat große Probleme, sich durchzusetzen. Heute sucht er die Filiale der Telefongesellschaft Superphone auf, um sich über eine Rechnung zu beschweren. Grund genug für zwei seiner Schüler, sich wieder über ihn lustig zu machen. Sie müssen die Kündigungsfristen einhalten. Ja, aber das habe ich doch gemacht. Bei uns ist überhaupt nichts angekommen. Haben Sie es per Einschreiben oder wie haben Sie es zu uns geschickt? Ja, ganz normal, per Post. Hier ist meine Kopie. Ach, Mensch, 100 Leute kommen hier am Tag. Ja. Mit so einem Zettel. Das ist doch selbst geschrieben. Das haben sie heute Morgen irgendwie am Frühstückstisch geschrieben. Datum drauf, Unterschrift. Und nun sollen sie mir erzählen, ja, dass das die Kündigung ist, die sie uns geschickt haben. Hier, ich guck mal. Und das beweist sogar, sie haben auch noch fleißig weiter telefoniert. Hier. Das stimmt aber nicht. Hören Sie, ich kann nichts mehr für Sie tun. Aber ich gebe Ihnen einen Tipp. Bezahlen Sie lieber die Rechnung. Ansonsten kommen noch Mahngebühren dazu und Ihr Telefon wird abgeschaltet. Nee. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich habe hier so meine Rechte. Ich möchte bitte sofort den Geschäftsführer sprechen. Sofort. Wir haben eine Kundenhotline, die ist 24 Stunden am Tag für Sie erreichbar. Versuchen Sie es doch einfach mal da. Der Geschäftsführer ist nicht da. Seit Monaten versuche ich, aus diesem Scheißvertrag rauszukommen. Am Anfang an hieß es, ich hätte die Kündigung nicht abgeschickt. Dann hieß es, ich hätte die Kündigungsfrist nicht eingehalten. Was nicht stimmt, denn Superphone hat die Kündigung nicht zeitig abgegeben. Das ist es. Jetzt habe ich alles richtig gemacht, habe ich hier eine Kopie von meiner Kündigung und ich muss trotzdem zahlen. Ich will hier sofort den Geschäftsführer sprechen. Ich merke schon, wir kommen so nicht weiter. Ja. Einen Augenblick bitte. Absolut. Herr Knorr, würden Sie bitte mal kommen, da ist ein Kunde, der will Sie gerne sprechen. Ach, das ist ja nett. Schön, dass Sie für mich Zeit haben. Es geht hier nämlich um Folgendes. Ich habe überhaupt gar keine Zeit für solche Lappalie. Bitte gehen Sie. Ja, aber warum? Ich bin hier Kunde und der Kunde, der ist doch immer König, oder? Mein Mitarbeiter hat mich bereits informiert. Sie beschuldigen uns, Sie nicht aus diesem Mobilvertrag zu lassen. Dabei haben Sie diese Kündigung überhaupt nicht geschrieben. Es ist schriftlich bei uns gar nichts eingegangen. Verschwinden Sie jetzt. Moment mal, das geht nicht. Ich habe ja meine Rechte, das habe ich im Verbraucherschutzmagazin gelesen. Eddie weiß, dass er im Recht ist. Doch den riesigen Rausschmeißern ist er hilflos ausgeliefert. Das ist ja eine Frechheit. Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Nee. Ich bleib hier so lange stehen, bis ich meine Rechte bekomme. Punkt aus. Basta. Eddie stürmt trotz des Platzverweises wütend in die Filiale zurück und beginnt zu randalieren. Der Geschäftsführer von Superphone zögert nicht lange und ruft sofort die Polizei, um Eddie wegen Hausfriedensbruch anzuzeigen. Da er keine Papiere bei sich trägt, haben ihn die Beamten mit auf die Wache genommen. Eddie bittet seinen Anwalt Floristan Gödings um Hilfe. Herr Fritsch, ich habe Ihren Anruf erhalten, ja? Sieht nicht gut aus. Was ist denn los? Warum haben Sie... Das ist übrigens mein Anwalt, ja, Herr Gödings. Ja, wir kennen uns schon längere Zeit. Ich geh mal kurz raus, hol die Unterlagen, bin gleich wieder da. Ja, es... Dann erzählen Sie mal. Ja, meine Frau wollte ich jetzt auch nicht anrufen. Sie kennen sie ja mittlerweile und die hat ja auch nur Stress gemacht. Und ich habe ein bisschen Angst bekommen und da dachte ich mir, ich melde mich gleich bei Ihnen. Okay, dann erzählen Sie mal, warum sitzen Sie hier? Was ist passiert? Ja, es geht um die Telefongesellschaft Superphone. Ja, ich bin da hingegangen und wollte mich beschweren. Aber Sie kennen mich ja, ich bin ein echt entspannter und ruhiger Mensch. Aber was die sich da geleistet haben, ist eine absolute Frechheit. Und dann haben die Polizisten mich noch als Randalierer mich noch festgenommen. Aber das habe ich ja mittlerweile alles der Polizei schon erzählt. Sie haben was gemacht? Sie erzählen doch hier nicht Sachen über den Tathergang der Polizei. Ja, aber die von Superphone sind richtige Betrüger. Ich soll für einen Vertrag zahlen, den ich schon längst gekündigt habe, sogar fristgerecht. Jetzt hatte ich das Ganze um ein Jahr lang verlängert und dann soll ich noch 800 Euro noch zahlen. Für eine Rechnung, die ich niemals in meinem Leben vertelefoniert habe. Sehen Sie, Herr Fritsch, passen Sie mal auf. Jetzt nicht da schon wieder rumspielen. Ich übernehme den Fall für Sie, wenn Sie wollen. Das hört sich nämlich nach einem ganz gewöhnlichen Ärger an, den man mit einer Telefoncompany eben haben kann, ja, mit einem Telefonanbieter. Das heißt, wir machen jetzt zwei Dinge. Erstens, wir gucken, dass wir die Situation hier bereinigen. Und zweitens, dann fahren wir nach Hause zu Ihnen, ja, und dann geben Sie mir die ganzen Unterlagen, damit ich die Sache in die Hand nehmen kann. Okay? Ja, okay. Gut, so, Herr Fritsch, einfach mal bitte noch mal alles durchlesen, ob die ganzen Daten stimmen. Haben Sie einen Stift? Und dann kriegen Sie eine Unterschrift. Na klar, kriegen Sie einen Stift. Okay. Muss ich wegen Hausfriedensbruch ins Gefängnis? Ich kann sehr gut verstehen, wenn man irgendwann die Nerven verliert, wenn man schlecht behandelt wird als Kunde und sich dann auch hilflos fühlt.
Es geht ja auch schließlich um viel Geld. Deswegen ist es auch wichtig, sich in einer solchen Situation eines Anwalts zu bedienen. Je früher, desto besser. Denn viele Handyanbieter machen mit den Kunden schlichtweg, was sie wollen. Aber nicht mit uns. Oh, ein Drittel Heizöl, zwei Drittel Benzin. Florestan Gödings begleitet Eddie nach Hause, um sich einen Einblick in seine Unterlagen zu verschaffen. Dort angekommen, stellt der Anwalt sofort fest, dass Eddies Ehefrau Melanie die Hosen im Hause Fritsch anhat. Die 32-Jährige traut ihrem Mann überhaupt nichts zu und behandelt ihn wie ein kleines Kind. Sag mal, Eddie, was hast du da schon wieder angestellt? Echt, ich kann mal auch keine Sekunde aus den Augen lassen. Ich hoffe für dich, dass sich echt keiner aus der Schule gesehen hat. Wie soll ich das denn sonst unseren Kollegen erzählen? Und erklären, wie, warum, weswegen? Du weißt doch ganz genau, wie schnell die anfangen zu reden. Ehrlich. Ja, es tut mir leid, Melanie. Ja, es ist einfach unverantwortlich von dir. Möchtest du dein Kind unterrichten lassen von jemandem, der eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch hat? Vielleicht darf ich mich erst mal ganz kurz vorstellen. Ich bin Rechtsanwalt Gödings. Ich vertrete Ihren Mann in der Angelegenheit. Vielleicht erinnern Sie sich auch noch an mich. Ich habe ihn auch schon in dieser Verkehrssache vertreten. Da haben wir uns allerdings nur ganz kurz gesehen. Ja, klar kenne ich Sie noch. Ich bin auch heilfroh, dass Sie für Eddie wieder diesen Fall übernehmen können. Das ist echt, wer weiß, was das für Verbrecher sind, mit denen er sich da wieder anlegt. Also eins ist ganz klar, dass Herr Fritsch, Sie haben sich natürlich etwas zu stark aus dem Fenster gelehnt, aber auf der anderen Seite, ich kann es auch verstehen. Ich meine, das ist eine Situation, da wird mir vielleicht auch der Kragen platzen, denn diese Mitarbeiter von Superphone, nun, die verfolgen ganz offensichtlich betrügerische Absichten. Oder aber Sie halten Ihren Mann für einen Idioten und beides ist nicht zutreffend. Ja? Herr Fritsch, vielleicht ganz kurz, wenn Sie Unterlagen haben, Vertragsunterlagen, Korrespondenz, Briefe, Rechnungen, was auch immer Sie da haben, wenn Sie mir das kurz zusammenstellen können? Ja, mach ich. Wissen Sie, ich bin echt froh, dass Sie ihn wieder unterstützen, denn Eddie, das ist so ein Softie. Wenn Sie ihm da nicht helfen würden, würde er sich noch 10 Jahre weiter von Superphone auf die Nase rumtanzen lassen. Ja, ich sag Ihnen was, also Ihr Mann ist nun wirklich nicht der Einzige, dem das passiert ist. Telefonanbieter, die sind rigoros, wenn die vorgehen. Das geht sogar so weit, dass die Verträge so diffus gestaltet werden, dass der einzelne Verbraucher schon gar nicht mehr weiß, was er da unterschreibt. Und wenn es danach an die Zahlung geht, dann wird da Druck gemacht, dann wird hingehalten, bis gezahlt wird. Komm, bitteschön, setzen Sie sich. Sagen Sie mal, bei einer Kündigung, da brauche ich doch nicht zu zahlen, oder? Ich meine, ich habe da nicht so viel telefoniert. Sehen Sie, genau davon hängt das jetzt eben ab. Das gilt es zu prüfen. Ich sehe schon, hier sind schon viele Sachen drin. Mir fehlt der Einzelverbindungsnachweis, den werde ich noch beantragen. Dann werden wir auch sehen, wie viel tatsächlich telefoniert worden ist. Und solange da keine Information ist, solange zahlen Sie überhaupt gar nichts. Ja, aber was machen wir dann in der Zwischenzeit? Wir müssen tatsächlich erstmal abwarten. Die werden aber ihrerseits das Register ziehen. Das heißt, die werden ein Inkassounternehmen einschalten, einen Mahnbescheid beantragen und wird auch erlassen. Und schlimmstenfalls sehen wir uns dann alle vor Gericht. Na, klasse. Ja, bleibt uns ja nichts anderes übrig. Und du gehst dich da erstmal entschuldigen für deinen Auftritt. Ja, okay. Du hast, glaube ich, recht. Ich sicher habe ich recht. Werde mich entschuldigen. Entschuldigung, aber wieso das denn jetzt? Ja, weil sich das so gehört. Das ist doch total blamabel, so ein Auftritt. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum man sich für sowas entschuldigen muss, vor allem, wenn man selber im Recht ist, aber ich möchte mich auch nicht einmischen. Also, wenn Sie sich wirklich entschuldigen wollen, dann wie sieht denn das aus? Vielleicht kann ich einfach mitkommen, dann schaue ich mir die Vögel einfach mal aus der Nähe an. Das würden Sie wirklich tun? Ich weiß, ich habe nichts Schlimmes getan, aber ich bin echt froh, dass mein Anwalt, Herr Gödings, an meiner Seite steht. Ich meine, dann bin ich halt nicht so hilflos und allein. Und gegen solch einer riesengroßen Firma hat man eh keine Chance. Die machen sowieso, was sie wollen. Am nächsten Morgen. Eddie will sich in Begleitung seines Anwalts Florestan Gödings bei den Mitarbeitern der Firma Superphone für seine Randale entschuldigen. Eddies Ehefrau Melanie besteht darauf. Die 32-Jährige hofft, dass ihr Mann auf diese Weise nicht wieder in Schwierigkeiten gerät. Was wollen Sie denn schon wieder hier? Sie haben Hausverbot. Ja, sehen Sie. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Das ist genau der Grund, warum wir hier sind heute. Na los. Ja, also ich möchte mich entschuldigen. Ich glaube, ich war das letzte Mal ein kleines bisschen zu impulsiv. Aha, sind da etwa die Nerven mit Ihnen durchgegangen? Kann ich sonst noch was für Sie tun? Ja. Zum Beispiel sachlich und vor allen Dingen neutral über die ganze Angelegenheit sprechen. Und was gibt's da zu diskutieren? Er hat eine offene Handyrechnung, die muss beglichen werden. Gut ist. Nun, meines Erachtens nach handelt es sich doch vielmehr um ein Missverständnis, was man aufklären kann. Bei Superphone gibt es keine Missverständnisse.
Ja, sehen Sie, das sehe ich natürlich ein bisschen differenzierter. Zum einen haben wir hier die Kündigung, die vielleicht nicht mit einschreiben, aber doch wenigstens fristgerecht abgesandt wurde. Und zum anderen haben wir diese hohe Rechnung, die sich überhaupt gar nicht erklärt. Wenn Sie meinen, dann müssen Sie es einfach beweisen. Ja, aber wie soll ich das denn beweisen, wenn ich habe niemals in meinem Leben für so viel Geld telefoniert, aber steht halt auf der Rechnung. Das ist doch überhaupt nicht mein Problem. Ja, aber sehen Sie, das kann durchaus Ihr Problem werden, denn ich werde mir jede einzelne Nummer vornehmen und sollte sich tatsächlich ergeben, dass dieses Geld nicht vertelefoniert worden ist, dann dürfen Sie mit einer Anzeige wegen Betrug rechnen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihre Firma nun auf einen Skandal aus ist. Ja, welche Firma ist schon auf einen Skandal aus? Aber ganz ehrlich, für jedes Problem gibt es so eine Lösung. Rechnung bezahlen, gut ist? Nee, gut ist nicht. Und deswegen erstmal hier der erste Schritt. Ich habe hier einen Vertrag, den gucken Sie sich mal ganz kurz an. Das ist nochmal eine Kündigung, natürlich ja. Hilfsweise. Und den bitte einmal unterschreiben, dann ist die Sache ja auch erledigt. Ich denke, eine andere Sprache verstehen Sie ja überhaupt gar nicht mehr. So, und dann bräuchte ich noch. Oh, dann ist nach einem Jahr die Sache dann gekündigt, ne? Ja, das werden wir nochmal sehen, ob das natürlich noch ein Jahr ist. Herr Wolters. Wolters, Herr Wolters. Gut, dann schreibe ich das mal ganz kurz drauf. So, das ist für Sie. Ja, danke. Und dann habe ich noch ein ganz kurzes Abschlusspräsent für Sie. Und zwar das ist meine Visitenkarte, denn. Aha. Bitte in Zukunft alles, was Sie Herrn Fritz schicken, das schicken Sie am besten mir. Und damit noch eine letzte Empfehlung zum Schluss. Sollten Sie tatsächlich noch mal die Meinung haben oder vertreten, hier meinen Mandanten über den Tisch zu ziehen, dann ziehen Sie sich warm an. Im Gegensatz zu einer Rechnung muss bei einer Kündigung mein Mandant beweisen, dass diese fristgerecht zugegangen ist. Es empfiehlt sich bei solchen wichtigen Schreiben stets ein Einwurfseinschreiben als Minimum. Das ist nur unwesentlich teurer und es beweist den Zugang einer Kündigung. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat. Trotz der Hilfe seines Anwalts ist die Sache für Eddie noch nicht ausgestanden. Er hat mitbekommen, dass ein Video von seinem Wutausbruch im Gymnasium die Runde macht. Der Lehrer hat Angst, dass seine Kollegen etwas von dem Ausraster mitbekommen. Wie immer nimmt seine Frau Melanie das Zepter in die Hand und verteidigt ihren Mann vor seinen Schülern. So, das reicht. Das Handy kannst du dir in 4 Wochen abholen. So lange? Das ist mein Eigentum, ich hab's bezahlt, ich hab's gekauft. Schon mal die Schulordnung gelesen, Freundchen. Was willst du jetzt so geile Videos machen? Das letzte war voll geil, hat auf YouTube schon 100 Klicks. Ihr solltet euch so schämen. Na, eins mal ohne Witz, der hätte mal lieber seine Frau mit dem Laden nehmen müssen. Jetzt reicht's. Weißt du was? Jetzt reicht's mir. Du kommst jetzt erstmal mit zum Direktor, mal sehen, ob du immer noch so frech lachst. Jetzt komm. Oh, ich hab mich selten so gedemütig und elend gefühlt als jetzt gerade in dieser Situation, als die sich alle über mich lustig gemacht haben. Die müssen diese Szene im Laden mitbekommen haben und haben sie auch noch gefilmt. Eddie leidet seit Jahren darunter, dass ihn seine Schüler nicht respektieren. Als der Direktor von seinem Wutausbruch erfährt, verlangt er von Eddie eine Entschuldigung. Er soll seinen Schülern klarmachen, dass er einen Fehler begangen hat. Eddie selbst liegt viel daran. Schließlich möchte er ein Vorbild für die Teenager sein. Ich möchte mich wirklich entschuldigen, was ihr da in diesem Laden gesehen habt. Das ist wirklich nicht in Ordnung und bitte nicht nachmachen. Keine Angst, das wissen wir. Nein, das meine ich wirklich ernst. Man darf Leute niemals provozieren. Ich möchte für euch ein gutes Beispiel sein. Hast du mich verstanden? Natürlich, aber ganz ehrlich, was Sie da im Laden abgezogen haben, war einfach nur oberpeinlich von Ihnen. Von uns würde es auf jeden Fall hier keiner nachmachen. Nach seiner Entschuldigung vor der ganzen Klasse wird Eddie immer mehr zur Zielscheibe der Schüler. Dem 32-Jährigen platzt endgültig der Kragen. Er will den Spott der Teenager nicht länger hinnehmen. Entschlossen fasst er einen Plan. Don't be a pussy. Du wirst sowohl mit ein paar bekloppten Schülern jetzt klarkommen. Jetzt reiß dich zusammen, Junge. Let's go. Das scheiß verdammte Video aus dem Netz. Hast du mich verstanden? Lassen Sie mich bitte los. Sonst werdet ihr mich alle kennenlernen. Du, ihr alle zusammen. Das Video ist heute aus dem Netz. Versprochen. Und ab. Na also, dieses Weicher-Eddy gibt es nicht mehr. Damit ist jetzt Schluss. Eddy will sich die Frechheiten der Schüler und der Telefongesellschaft nicht länger gefallen lassen. Er ist froh, dass ihm sein Anwalt Floristan Gödings im Kampf gegen die Telefongesellschaft hilft. Denn der 32-Jährige ist erschöpft von dem anstrengenden Tag und hofft, sich jetzt erholen zu können. Doch der Handyanbieter macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns, Sie erneut als Kunde bei Superfun begrüßen zu dürfen und gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Vertrag mit einer Laufzeit von über 18 Monaten. Was hast du denn da schon wieder abgeschlossen?
Ja, nichts habe ich abgeschlossen. Unser Anwalt hat doch die Kündigung persönlich sich von denen unterschreiben lassen. Unsere Kündigung. Das gibt's doch gar nicht. Diese Schweine machen einfach weiter, als wäre nichts passiert. Als wäre nichts passiert. Jetzt habe ich zwei Verträge. Ja, dann ruf doch einfach mal den Herr Göttings an. Der hat doch gesagt, du sollst dich da melden und nichts auf eigene Faust machen. Ja, das ist eine gute Idee. Das mache ich mal gleich. Das mache ich jetzt gleich. Na, warte. Mist, ich habe kein Netz. Hast du vielleicht ein Netz? Sicher habe ich ein Netz. Ich habe auch einen anständigen Anbieter. Siehst du? Funktioniert. Diese Schweine haben jetzt sogar das Handy mir abgeschaltet. Und ich habe mich schon gewundert, warum sie mir heute 39,90 mehr abgebucht haben. Buchen mir 39,90 ab. Ich habe zwei Verträge und ich kann nicht mal telefonieren. Was ist, wenn du da mal im Callcenter versuchst? Ach, Callcenter. Da weiß die rechte Hand nicht, was die linke macht. Dann ruf verdammt auch mal jetzt deinen Anwalt an. Ja, das ist eine gute Idee. Floristan Gödings bittet Eddie um Geduld. Doch der Gymnasiallehrer will nicht länger warten, sondern sofort etwas gegen die Dreistigkeiten des Telefonanbieters unternehmen. Was hast du denn jetzt schon wieder vor? Ich habe was zu erledigen. Aber was? Du wolltest doch jetzt nicht wirklich zu dem Telefonladen hin, oder? Mach dir keine Sorgen, ich habe was zu erledigen. Mach dir keine Sorgen. Mach keine Fehler jetzt. Lass den Anwalt das machen. Platz bitte hier. Hör auf, mir zu sagen, was ich tun muss. Ein Mann muss tun, was er tun muss. Eddie, mach doch jetzt keine Fehler, verdammt noch mal. Lass es den Anwalt regeln. Komm wieder rein. Eddie! Das lasse ich mir nicht bieten. Die denken wohl, die können tun und machen, was sie wollen. Und mein Anwalt, der hat keine Zeit. Na gut, okay, gut. Da muss ich mich wohl alleine drum kümmern. Genau. Eddie ist sofort in die Superphone-Filiale gefahren, um sich über den neuen Vertrag zu beschweren. Denn diesen hat er nie abgeschlossen. Er ist überzeugt davon, sich auch ohne die Hilfe seines Anwalts gegen die dubiosen Geschäftspraktiken von Superphone wehren zu können. Doch sein Vorhaben scheitert schon an der Ladentür. Hallo? Ich hab noch 7 Minuten. Hallo? Ey, Kollege, wann wir Mittagspause machen, das entscheiden wir, ja? Was heißt denn Mittagspause? Machen Sie sofort auf, ich hab noch 7 Minuten. Hallo? Wieder fühlt sich Eddie nicht ernst genommen. Seine Wut kennt keine Grenzen. Diese Schweinebacken. Na, warte, Freundchen. Nicht mit mir. Oh, hallo! Was soll das? Scheiße! Scheiß Stift, du Vogel. Was soll was das? Ist das? Hallo! Hallo! Oh, am liebsten würde ich diesen Scheißladen sofort in die Luft jagen. Das würde ich sofort, ja! Nachdem Eddie den Firmenwagen der Telefongesellschaft verunstaltet hat, haben die Mitarbeiter von Superphone erneut die Polizei verständigt. Der 32-Jährige musste wieder mit auf die Wache fahren und seinen Anwalt Floristan Gödings dazu rufen. Der Jurist rät ihm, ohne ihn keine Aussage zum Tathergang zu machen. Und so schweigt der 32-Jährige beharrlich. Sie haben mich angerufen. Was ist denn passiert? Ja, wie Sie sehen, Herr Fritsch möchte gar nichts erzählen. Ja, Folgendes, Herr Fritsch hat wieder mal bei Superphone einen kleinen Streich sich erlaubt, hat das Auto vom Chef mit einem Edding groß mit Beleidigung beschrieben. Ja, und deswegen ist er jetzt wieder hier und wird jetzt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und wegen Beleidigung bekommen. Herr Fritsch, jetzt sagen Sie mal was dazu. Was soll ich denn sagen? Wie man es macht, ist es falsch. Ich dachte, ich soll ja nichts sagen. Ja, also zu Ihrer Person müssen Sie natürlich schon was sagen. Ja? Kommen Sie mal kurz mit raus. Ich gehe mal ganz kurz zur Tür. Machen Sie. Ich halte mich doch nur an das, was Sie mir gesagt haben. Herr Fritsch. Das bezog sich nun ganz eindeutig auf Fragen zum Tathergang. Ja, ich weiß im Grunde auch überhaupt nicht, was Sie sich dabei gedacht haben. Ja, das ist eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, die werden Sie so schnell nicht wieder los. Ja, ich weiß, es war total scheiße und es tut mir auch leid. Aber als ich dieses Auto gesehen habe... Sagen Sie mal, was machen Sie denn überhaupt in diesem Laden? Diese Schweine haben mir einen zweiten Vertrag geschickt. Jetzt habe ich 2 Verträge. Für 18 Monate soll ich diesen zweiten Scheißvertrag noch zahlen. Mann! Ja, gut, ich verstehe, dass Sie verärgert sind, aber das ist noch lange kein Grund, Herr Fritsch, zu randalieren, ja? Das geht so nicht. Was haben Sie sich denn dabei gedacht? Ach,
was soll's? Das ist doch egal. Dann gehe ich halt in den Knast. Ist mir alles wirklich scheißegal. Wissen Sie, ich habe echt die Schnauze voll. Mich kotzt das an. Also, ich verstehe jetzt nicht ganz genau, warum Sie jetzt so durchdrehen. Ich meine, es geht hier nur um eine Telefongesellschaft. Ja, deswegen dreht man auch nicht so durch. Ja, wenn Sie wüssten, es gibt doch schon seit Jahren so. Überall kriege ich von allen Seiten eins auf die Fresse. Von meiner Frau, von meinen Schülern werde ich sogar nicht mehr respektiert. Ja? Ich habe echt die Schnauze voll. Ich kann einfach nicht mehr. Und dann kommt noch diese blöde Gesellschaft, diese Superphone-Kacke da. Ach Mann, ey. Gut, Herr Fritsch, jetzt machen wir mal was anderes. Jetzt gehen wir zwar gleich mal los und trinken ein schönes, kühles Bier zusammen. Und dann überlegen wir, wie wir da weiterkommen, ja? Mhm. Ich und Sie, wir haben zwar was Richtiges gelernt, sind keine Lebensberater, aber eins ist doch klar, da gucken wir, wie wir weiterkommen. Das kann es doch nicht gewesen sein, nur wegen der Telefongesellschaft. Mhm. Ja. Ein Bier? Ja, gerne. Alles klar, ich verabschiede mich kurz und dann gehen wir. Aber die erste Runde geht auf mich. Alles klar. Okay. Mann, das kotzt mich echt an. Aber ich bin echt froh, dass ich jemanden habe, mit dem ich darüber sprechen kann. Mein Anwalt ist richtig gut.